Freunde, ich weiß doch, dass ihr auf der Suche nach dem guten Stoff seid. Also Manua meine ich. Deshalb dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit für ein neues Video, in welchem ich euch die Creme de la Creme der Manua empfehle. Dieses Mal dachte ich mir, ich beschränke mich nur auf Manua mit einem OP-Protagonisten, also das, was so ziemlich fast jeder haben will. Allerdings wäre es langweilig, wenn der Protagonist einfach nur OP wäre, denn es gibt so viele Trash-Manua mit einem OP-Protagonisten. Und deshalb habe ich darauf geachtet, dass der Manua ein gutes Pacing und ein gutes Worldbuilding hat. Ein bisschen wie Solo-Leveling. Jinwoo war zu Beginn nie wirklich OP, aber es hat stets den Eindruck erweckt, als wäre es so. Diese Manua in dieser Liste sind dahingehend also ähnlich. Wenn euch das Video gefällt, ihr einen Manua gefunden habt und Lust auf weitere Videos dieser Art habt, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben auf das Video und auch nicht vergessen, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Nehmt einen Kochtopf. Gibt eine Prise Solo-Leveling, eine Prise von Ich reise in der Zeit zurück und weiß mehr als alle anderen und dann noch eine ordentliche Prise von Omnisand Reader und ihr bekommt Return to Player. Kommt, seid ehrlich, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Return to Player ist wirklich nice. Es geht um diesen Typen, der 10 Jahre lang in einer Welt von Monstern und Quests überlebt hat. Genauer genommen, unsere Welt wurde eines Tages in ein riesiges Spiel verwandelt, welches die Götter unterhalten soll. Sie bekommen die Möglichkeit, Menschen, sogenannte Player, als Avatar zu bestimmen und diese dann quasi zu beobachten. Natürlich bekommen sie somit auch besondere Fähigkeiten. Player bekommen also ein Levelsystem und besonders stark sind natürlich diejenigen, die zu einem Avatar wurden. Unser Protagonist ist der letzte Überlebende und bekommt nun die Möglichkeit, zurück zum Anfang zu reisen. Mit DLC-Menü. Unser MC startet also von vorne, mit diesem anderen Wissen, mit diesen anderen Skills, natürlich mit DLC-Menü und Waifu. Es erinnert tatsächlich an Omnisand Reader, allerdings hat es mir irgendwie besser gefallen. Jedoch soll ich dazu sagen, dass ich bei Omnisand Reader noch nicht so weit bin und ein anderes Erlebnis hatte, weil ich Return to Player am Stück gelesen habe und das ist immer ein bisschen anders, wenn ihr mich fragt. Es kann also sein, dass sich meine Meinung dahingehend beim Reread ändert. Ich will mich da nicht festlegen, denn der nächste Manua ist einer, den ich zweimal nach dem ersten Kapitel abgebrochen habe, der jetzt aber zu meinen absoluten Lieblingsmanua überhaupt zählt. Und nicht nur das, ich mochte das Genre vorher absolut nicht, aber dieser Manua hat es geschafft, das zumindest etwas zu ändern. Ich meine, hört euch an, was ich im Podcast mit Kaito über das Genre gesagt habe. Aber bislang hat mich da keiner zu Beginn überzeugt. Also ich habe dem Genre jetzt eine Chance gegeben und wurde überzeugt. Ich habe einen meiner absoluten Lieblingsmanua entdeckt. Die Rede ist von Overgeared. Grit, unser MC, ist eigentlich ein normaler Typ, hat Schulden und ist süchtig nach diesem Full-Dive-Game. Wer wäre das nicht? Er ist ein normaler Spieler und tatsächlich auch eigentlich echt schwach. Aber irgendwie schafft er es, an eine legendäre Klasse zu kommen und nein, er wird kein Nekromanzer. Er wird Blacksmith. Ich dachte mir zu Beginn, wow, das klingt echt verdammt langweilig. Ich meine, Blacksmith in einem Full-Dive-Game? Come on, es gibt so viele coolere Klassen. Aber Overgeared hat mich vom Gegenteil überzeugt. Die Blacksmith-Klasse ist einfach die beste. No joke, zumindest in diesem Manua. Es ist zu wild. Ich meine, unser MC kann einfach legendäre Waffen und Rüstung schmieden und das ist verdammt OP. Und nicht nur das, er bekommt Skills, von denen andere nur träumen können. Sein Design ist dadurch, dass er die verschiedensten Sets baut, einfach nur absolut nice. Es gibt viele verschiedene Outfits und dadurch, dass der Manua an sich echt gut aussieht, macht es einfach auch unfassbar viel Spaß, neue Rüstungen und Waffen zu sehen. Und ich sag zwar, dass der MC OP ist, und das ist er auch, aber nicht von Beginn an. Im Gegenteil, am Anfang wirkte er relativ schwach und dadurch, dass Grit extrem geldgeil ist, wirkt er teilweise sogar relativ unsympathisch. Allerdings durchläuft er eine ganz gute Charakterentwicklung und wächst mit seiner Figur. Was Overgeared wirklich so besonders macht, sind neben Grit das Worldbuilding, die Nebencharaktere und die verschiedenen Handlungsstränge, die alle interessant sind und teilweise sehr lange aufgebaut werden. Es ist nicht einfach Arc 1 stärker werden, Arc 2 stärker werden und so weiter. Dadurch, dass man verschiedene Nebencharaktere hat, die wirklich interessant sind und teilweise auch gut Spotlight bekommen, lernt man eine immer größere Welt kennen mit einer Menge von Geheimnissen und Mysterien, spannenden Quests und vieles mehr. Es gibt also neben dem Haupthandlungsstrang immer wieder Side-Stories, die die Welt ausbauen und einen ganz besonderen Flair erzeugen. Die Dynamik zwischen den Figuren ist klasse und alles in allem geht hier wirklich eine ganz große Empfehlung raus. Overgeared gehört zu Recht zu meinen absoluten Lieblingsmanua. Also es gibt wirklich eine Menge von Murim-Manua und Manua, aber ich habe heute einen im Gepäck, der mir wirklich verdammt gut gefallen hat. Ich habe nicht allzu viele Manua in diesem Genre gelesen, aber Chronicles of Heavenly Demon
hat mir wirklich verdammt gut gefallen und sticht unter allen, die ich gelesen habe, deutlich hervor. Es geht um den Erben der Sperrmeister-Sekte, so scheint es zumindest. Sein Meister wurde des Verrats bezichtigt und von anderen Meistern ermordet. Obwohl er seinem Schüler stets gelehrt hat, wie wichtig Harmonie ist, ist dieser vollkommen in Rage und hat die Mörder angegriffen. Dabei wurde er jedoch selbst getötet. Schlecht gelaufen. Glücklicherweise wandert seine Seele jedoch in den Körper eines kleinen Jungen, der Mitglied im Dämonenkult ist und ein höllisches Trainingsprogramm absolviert. Dabei wurde der Junge als sehr schwach eingestuft und es war abzusehen, dass er bald sterben würde. Jetzt aber übernimmt unser Protagonist den Körper und wandert zwischen den Pfaden. Er gibt sich nämlich der Rache hin, versucht aber gleichzeitig seine alten Lehren nicht zu vergessen. Ich will nicht zu viel sagen, aber dieser Manhwa ist wirklich wild. Ich meine, Rachegeschichten haben eigentlich immer das Potenzial gut zu kommen, aber diese hier gefällt mir wirklich besonders gut. Ich finde es auch interessant, mal einen Protagonisten zu haben, der nicht wirklich der Gute ist. Er ist auch nicht wirklich der Böse oder so, aber er wandert zwischen den Wegen und als Mitglied im Dämonenkult ist er logischerweise auch nicht der rechtschaffenste von allen und wird in der Außenwelt erst recht nicht als solcher angesehen. Der Artstyle gefällt mir auch wirklich gut, wobei er sich im Laufe der Zeit deutlich verbessert. Anfangs sah es nicht wirklich schlecht aus, aber es macht doch einen guten Sprung. Alles in allem muss ich sagen, dass der Manhwa wirklich gut ist. Gerade in dem Genre gehört er unter allen, die ich bislang gelesen habe, zu den Besten, wenn er nicht sogar der Beste ist. Also zumindest meiner Meinung nach. Wirklich, jeder, der Kultivierungs- oder Martial Arts Manhwa mag, der sollte diesem auf jeden Fall eine Chance geben und wird sehr wahrscheinlich begeistert. In diesem Sinne komme ich aber auch schon zum Ende von diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass ihr einen Manhwa gefunden habt. Gerne könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, welcher das ist und dann später, ob er euch gefallen hat. Und was ihr natürlich auch immer gerne machen könnt, ist mir Empfehlungen in die Kommentare zu schreiben. Ansonsten geht es hier noch zu weiteren Videos von mir. Gerne könnt ihr den Kanal auch noch abonnieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao und bis zum nächsten Mal.